bin natürlich als Umwelt- und Naturwissenschaftler auch prädestiniert für die Umweltthemen. Ich bin dort in der Umweltkommission, habe Energie, aber auch Raumplanungspolitik stark können mitprägen. Aber dann bin ich auch in der Wirtschaftskommission und dort setze ich mich ein für eine bessere Verteilung. Mir geht es darum, dass die Einkommensteuern eher gesenkt werden und dafür zum Beispiel die Unternehmenssteuern erhöht werden, dass es einen besseren Ausgleich gibt. In den letzten Jahren sind vor allem die einfachen Leute belastet worden über Gebühren und Einkommensteuern, und das muss man korrigieren. Es ist eine ganz wichtige Wahl, weil wenn jetzt passiert, auf nationaler Ebene, was in Zürich passiert ist, nämlich dass die Rechte gestärkt rausgeht mit einer noch stärkeren FDP, mit einer noch stärkeren SVP, dann sehe ich ganz klar, im umwelt-energiepolitischen Bereich wird zurückbuchstabiert werden. Ich habe echt Befürchtung, dass das, was wir jetzt bei der Energiewende gemeint haben, erreicht haben, das wird alles wieder zerfetzt nachher. Also wenn man in Bern angekommen ist, merkt man, dass relativ bald ein völlig anderer Wind. Bern ist stark geprägt von bäuerlichen Interessen, von auch Berginteressen. Und wenn Basel-Stadt will vorkommen in diesem Umzug, dann muss sie ganz andere Akzente setzen. Dann muss sie eben die urbanen, dann muss sie die Akzente setzen, die bei uns eigentlich mehrheitsfähig sind. Und das kann Rot-Grün viel besser, macht das auch viel konsequenter. Wir in Basel, wir haben die Energiewende gemacht und wir haben sie geschafft. Und wir fahren finanziell, ökologisch hervorragend damit. Wir müssen energiepolitisch das rot-grüne Element dort weiterbringen. Dann kann die Schweiz profitieren. Die Bürgerlichen bringen uns hier wieder retour. Im schlimmsten Fall muss Basel sich anpassen im Rest der Schweiz. Und das heisst ein paar Schritte zurück. Das sind meine Themen und dort bin ich dran. Und wer das auch interessiert, der ist mit mir, glaube ich, nicht schlecht beraten.